Hallo alle zusammen, herzlich willkommen zurück zu Blood Will Tell. Ja, aus irgendeinem Grund sind wir gerade wieder Gegner gespawnt. Ich würde sagen, wir klatschen mal direkt weg. Schnacken wir gar nicht lange rum. Es sind relativ viele hier. Das heißt, relativ viele sind halt einige wieder nachgespawnt. Ja, stimmt, wir haben einen Schlag mehr. Das ist so ungewohnt. Das ist so ungewohnt. Hofpeng, der liegt. So, wir werden Kapitel 6 zu Ende bringen. Das heißt, es könnte ein recht kurzer Part werden. Also ich kann zumindest jetzt nicht 100% besprechen, dass es jetzt quasi dann vorbei ist. Wir suchen noch eine Bestie hier. Dann haben wir noch ein bisschen was zu tun in diesem Kapitel. Also es könnte sein, wie gesagt, dass der Part heute mal ausnahmsweise etwas kürzer ist. Aber es hat im Großen und Ganzen nichts zu sagen. Aber das ist auf jeden Fall das falsche Gebirge. Das suche ich noch nicht. Wir suchen nämlich einen Kopf. Und da ist außenrum, glaube ich, entweder nichts. Ja, das ist es nicht. Das sind die Großen hier. Ist auch kein Stein, nichts, aber... kein Schwert, meine ich. Stein. Ich laber schon wieder. Aber ich weiß nicht, wo das war. Wie gesagt, das ist echt eine Suche hier. Das ist... Deswegen versuche ich, den gleich hier wegzumachen oder mitzumachen. Ja, perfekt. Da ist er. Perfekt. Super. Da ist er, der Kleine. Auch wieder richtig nervig, haut sehr, 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 sehr viel ab. Und bis auf jetzt ein, zwei Spins, sag ich mal, die er machen kann, ist er wirklich harmlos. Es fängt direkt an. Weg! Das Gute ist, wenn er stehen bleibt, kann man natürlich Schaden zuhauen. Ne? Eine Kombo geht auf jeden Fall. Ja, das ist jetzt passiert der Spaß wieder. Also ich weiß nicht, was in diesem Run mit meinen Gegnern los ist. Es ist ganz seltsam möglich. Ja. Ja. Ja, es ist wieder Dodging Time. Man kann da recht Schaden zufügen, seht ihr ja. Das ist das Einzige, wo ich aufpassen muss. Weil das kann echt zwiebeln. Wir haben tatsächlich nicht mehr so viel Leben. So, wo hockt er denn? Da hockt er denn. Ah, Mann. Bumm. Das ist mir auch noch nicht vorgekommen, aber die schweren Angriffe stunnen ihn doch recht gut. Die stunnen ihn doch recht gut, trotz Zweierschwert. Jetzt das Schwert des weißen Tigers und die Mondsichel, der gesagt. Das wäre geisteskrank. Der wäre so schnell tutto finito. Tutto finito! Warum steh auf? Ah, mir hat das Ding geknallt. Ah, jetzt dodgt er auf einmal nicht mehr. Jetzt ist er sehr im Aggressionswahn. Jetzt kann es wieder sein, puff, 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 aber doch nicht. Jawohl. Perfekt. Schade. Bis jetzt tatsächlich geht es recht gut, sag ich mal. Ich hab Schlimmeres erwartet. Aufstehen. Nicht mehr viel. Den Kümmer knacken. Sehr schön. Ich glaube, irgendwas mit dem Gehirn. Chakra. Okay. Sechstes Chakra zwischen den Augenbrauen gelegt, erhöht Glück und Geschwindigkeit. Geschwindigkeit ist immer gut. Also Geschwindigkeit nehme ich alles mit. Wirklich.
So, jetzt müssen wir nur rausfinden. Das können jetzt der größte Struggle noch werden. Rausfinden. Ich glaube tatsächlich, hier haben wir angefangen. Controller. So. Ich glaube jetzt hier noch eins nach rechts und dann nach unten. Dann sind wir, glaube ich, zu draußen. Aber das ist jetzt wirklich, wirklich, wirklich rein. Autsch. Rein spekulativ. Sag mal. Das ist sehr, sehr, sehr spekulativ. 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 Ach, ihr wisst nach Schmutz. Schwert? Nein. Hey, hello there. Ich weiß, es gibt hier auf jeden Fall noch ein Schwert zu finden und Leben und pipapo, aber das brauchen wir alles nicht. Doch noch nicht. Ah, lauf da sogar noch rein. Depp. Coco. Coco, Coco. Coco. Ich will raus! Moin, Meister. Ah, hier war ich, okay. Das könnte jetzt sein, dass es das jetzt der Ausgang ist. Nein, natürlich nicht. Mann, ich will raus! Ja, okay. Alter, da habe ich gar keinen Bock. Für die Geschwindigkeit, nur für die Geschwindigkeit, nur für die Geschwindigkeit. Ich schwör. Hier war ich doch schon! Oder vielleicht hier nochmal doch da durch. Und dann nach unten. Ich glaube, jetzt nochmal eins nach rechts durch. Also von der Karte aus gesehen rechts und dann nach unten. Jetzt langsam echt stark verarscht. Raus! Ich will hier raus! Oh, es lädt lange. Yeah. Let's fucking go! Okay. Wir haben jetzt wieder unseren Aum. Wir kennen ihn, wir lieben ihn, wir hassen ihn. Mal schauen, ob er jetzt wieder so zubombardiert. Ich bin gespannt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, ob er uns wieder so zubombardiert. Könnte, muss nicht. Yakimaru! Aum. Ah, der macht. Stimmt, der macht ja die Gegner. Aum. Aum. Ja, oh. Oh, Peng. Wenn die sterben, kann ich Leben bekommen, also nehme ich auch mit. Ja, stirb. Nee, natürlich nicht. Ja! Soll er wieder Gegner spawnen? Boah, das Schwert tut weh, da muss ich aufpassen. Boah, schau mir den Schaden am Geisteskrank. Wenn ich mich nicht abfange, dann würde das echt böse. Komm, drop mal Leben jetzt hier. Gib mal was. Drop nix. Schwanz. Er spammt wieder und bombardiert wieder. Boah, hat geklatscht. Geh mal Leben jetzt hier. Scheiß wie hier. Doro fällt ganz in die Falle rein. Ich muss nur auf Schwert aufpassen. Der Rest ist nicht so schlimm. Wenn er mich nicht wieder zu bombardiert, wie sonst was. Ah, okay, nur gelb. Ist halb so wild.
Wurf Peng. Auf das Schwert habe ich von dem am meisten Angst. Aber das Schwert muss sehr gut sein, wenn es so ein Gewicht hält. Oh, der Schaden! Das Schwert ist so böse. Nice. Schwert ist so böse. 1, 2 Piekser noch. Nice. Puff, häng. Tutto finito. Brustmuskel, der Armbewegung, steuert Verstärkung, Angriff. Easy. Nehme ich mit. Dankeschön. Dankeschön. So, wir sind jetzt hier. Ich weiß nicht mehr wo, aber es gibt hier noch eine Schriftrolle. Ah. Leben. Sehr schön. Nehme ich mit. Das nehme ich doch mit. Der ist weg. Hier unten, glaube ich. Nein, nicht hier. Da unten. Moin, Jungs. Hier. Hier hinter. Genau. Das ist eine Schiffsrolle. Ich weiß natürlich gar nicht, was für eine. Göttliche Gerechtigkeit. Ruft heiliges Feuer, um umzogene Dämonen zu quälen. Wirkt, was wirkt nur, wenn Dämonen nahe sind? Ja, können wir mal ausprobieren. Ich weiß es gerade nämlich nicht mehr so wirklich, was es war. So. Taumaru's not here. That's because I have captured him. Huh? Sabrota. I will take Tahomaru before Lord Daigo. It appears that he needs to be re-educated. Daigo's victory is close at hand. Even now, his castle is nearing completion. Soon, the entire world will be ruled by fiends! Hey! A world ruled by fiends? Then Daigo is nothing but a pawn. At last, two pieces of the puzzle had been revealed to Hyakkimaru. His own father was plotting to conquer the world. Would he have the world ruled by the fiends? Would their evil taint the souls of the people and plunge the world into never-ending strife? Then there was Saburota, created by the fiends themselves. Hyakkimaru recalled the voice that spoke to him on his 18th birthday. The fiends have also created a human out of your body parts. Slay the fiends, or their human creation, and you shall become whole once again. Hyakkimaru's destiny was close at hand. He had felled many fiends, and the light he had sought for so long grew brighter. Ja, ja. Der Spoiler, oder beziehungsweise der Ding, Plot Twist, der hat mich ein bisschen getroffen damals, aber. Die alle, die es noch nicht kennen, denken natürlich so, wow. Alle bisschen zerstört, ich bin happy. So, Part ist ein bisschen kurz. Wir machen die vier Bestien hier noch schnell fertig. Beziehungsweise die eine wichtige Bestie, sage ich jetzt mal. Und dann, weil ab der Bestie können wir alles dann machen. Alles. So, die können wir ja alle, die können ignorieren. Puffpeng. Gut, ja. Ich schneide das zusammen. Demon Aura. Ja, mach mal den schnell. Ich schneide ihn noch kurz zusammen wieder. So, hier haben wir Gabelmann ausgehauen.
Den sehen wir in Kapitel 7 nochmal. Also schneidet euch nur kurz zusammen, bis wir da fertig haben. Ja! So, Hammer. Sorry. Dritte Chakra im Magenbereich. Angriffskraft, Lipapo und Geschwindigkeit. Wie hoch ist denn unsere Geschwindigkeit eigentlich? Da Geschwindigkeit 60. Ja, die müssen wir so auf 70 so ein bisschen hochkriegen. Das wär super. Und dann haben wir einen Angriff mehr. Jetzt haben wir. Nur noch den. Aber sobald wir die Geschwindigkeit erhöhen. Also es liegt 100% an der Geschwindigkeit, nicht an der Stärke. Ups. Haben wir mehr Schläge in der normalen Combo. Auch wenn die schweren Schläge in Anführungsstrichen auch sehr, sehr gut sind, keine Frage, sagt keiner was. Ist die normale Combo vor allem die letzten drei Schläge geisteskrank stark. Also geisteskrank stark. So, wir hätten jetzt rechts zwei Gegner, aber die können wir nicht machen, solange wir jetzt die linke Beste nicht töten. Und die linke Beste ist was ganz Besonderes. Deswegen laufe ich kurz hin. Wir sehen uns dann dort. Ganz viel Skill. Doch nicht ganz viel Skill. So, sehen wir den Gegner schon? Nein. Wow! There she is. Misaki, that sword. I've been waiting for you, Hyakkimaru. I've learned to control my power better. Care to test me? Misaki, get a hold of yourself! Stay back, Dororo. I'm not here for you. Hyakkimaru. This time, I shall have my revenge. Misaki! Why? Jupp. Ja, das Schwert nicht umgedreht, wie ihr gesehen habt. Weil jetzt ist in der Bestie. Aber ohne Dodo. Boah, Jesus fucking Christ. Der habe ich gar nicht so stark in Erinnerung. Aber jetzt klatscht sie übel sein. Ich weiß nicht, ob der Rücken noch Schaden macht. Ich hoffe es ein bisschen. Nee. Boah, das könnte knackig werden. Jesus fucking Christ. Ja, das könnte jetzt tatsächlich sein, dass ich mein erstes Leben hier verliere. Das könnte jetzt tatsächlich sein, mein erstes Leben verliere. Bisschen was hat's geholfen. So, ihr werdet jetzt gefühlt nichts mehr von mir hören. Ihr werdet von mir jetzt gefühlt nichts mehr hören mit einem Zweierschwert. Schwer. Eieiei. No? Wohin willst du? Wohin willst du? So viel unnötige Fehler noch. Ich will das Mondsichelschwert nutzen, aber ich darf nicht.
Der Respekt ist auf jeden Fall da, wie ihr seht. Jeder Kampf hier oben bis jetzt war hardcore. Oh, Jesus. Voll weggetreten. Das wird böse, das wird sehr, sehr böse. Es wird sehr, sehr böse. Nein. Egal. Egal, ich kann mir ein neues Leben sammeln. Halb so wild, dafür habe ich das ja. So, erste Form erledigt. Scheiß Ding, ne? Bleib schön hier. Boah. Ein Leben verloren. Aber dafür ist sehr viel Geschwindigkeit dazu gewonnen. So, rechtes Bein, Angriffskraft plus 1, Geschwindigkeit plus 15. Maximale HP plus 7, Zusatzeffekt, verursachte Munition, Schaden, Beinkanone, verstärkte Munition, Schaden, Beinkanone. Erhöht Springgeschwindigkeit, Schadenswirkung der Beinkanone steigt und maximale Munition wird verdoppelt. Das heißt, wir können jetzt 10 Schuss mitführen und haben jetzt keine Beinkanone mehr, sondern eine richtige Cannon-Bombe. Und deswegen können wir jetzt gewisse Dinge machen, die davor nicht gingen, weil wir jetzt eine gewisse Bombenkraft haben. Aber jetzt können wir alle Bestien besiegen. Gut. Yaki! Check on Misaki. Gotcha. Misaki, are you alright? I lost. Even with the power of a fiend. Misaki. But I'm glad. I knew the moment the fiend entered my body, I had made a mistake. Hyakkimaru, you saved my brother's soul from the fiend that possessed him. I now understand what you said to me back then. Thank you. For everything. I'm sorry for what I've done. I'm glad you came to your senses. Hey! Misaki! Are you okay? Misaki, you look exhausted. Near Mount Kurama, there's a doctor named Jukai. He raised me as a child. Find him. He'll take care of you. Thank you, Hyakkimaru. I will find him. Take care, Dororo. And don't be afraid to show your soft side now and then. Soft side? What soft side? What are you talking about? Don't worry, Dororo. Your secret is safe with me. Misaki? Das. So. Das ist die Kanone, meine Freunde der Sonne. Oh! Scheiß Viecher. So, wir haben jetzt eine deutlich erhöhte Springkraft. Deutlich, deutlich erhöht. Wir sammeln wieder richtig schön hier die Sachen auf. Das nehmen wir natürlich mit. Das war knackig. Das war sehr, sehr knackig. Und leider Gottes dann noch aufs Maul bekommen, trotz allem. Aber naja, so ist es. Dafür habe ich das extra Leben.
Ja, sehr schön. Ein Schlag schon mal mehr. Das heißt, bei 18 habe ich wahrscheinlich dann die 3er-Kombo und bei 19 habe ich dann die 5er-Kombo. 4er-Kombo, die nehme ich dann mit. So, euch ignoriere ich ganz gekonnt. Ich renne runter wie Sprint der Uni. Unten speichern wir dann ab. Und das war's dann für diesen Part. Salam Aleikum! So. Und ich bedanke mich für diesen Part, fürs Zuschauen. War jetzt doch ein bisschen länger als gedacht, war knackig. Und im nächsten Part schneide ich euch alle Kämpfe zusammen. Und dann geht's in Kapitel 7. Und dann geht's in den finalen Endbosskampf. 4 Stunden 44. Das ist nicht mehr schnell, dass ich schnacke auch viel rum. Und wir sehen uns dann beim nächsten Part, wenn es wieder heißt Blood Will Tell oder bei was auch immer ich mache. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten, reingehen und wieder schauen und bye bye.